Unterschied, könnte man sagen. Muss ich dich kurz unterbrechen? Nicht so bei unseren Landjägern, gell? Ja. Die kommen nämlich. Chris, sagst du? Von der Mama. Von der Mama. Und ungleich bei dieser, das passt mir jetzt gut ins Konzept, ungleich bei dieser Sortenvielfalt zu bleiben. Ich habe jetzt eine Weltneuheit für dich. Mhm. Und zwar den Zotta Schokolandjäger. Mhm. Wie gefällt dir der? Sollen wir den probieren? Möchtest du auch? Gerade selber zu greifen, ne? Machen wir das, ja? Wie läuft das bei euch mit den Patenten und so? Wir sind sehr gesprächsbereit, ja, was sozusagen das Teilen von Ideen betrifft. Ja. Wir machen das unbürokratisch ohne Patente, aber schaut, dadurch, dass wir YouTube gibt, ich glaube, ja. Nicht weit. Aber, ich meine, wir machen jetzt hier so schön eigentlich schon, ne? Eine Grätsche, 70%ige Schokolade mit Landjäger von der Mama. Passt doch, oder? Ich habe extra was Mama, Dunkles danke. Genommen. Damit es herbe ist. Ja. Ja, stimmt. Ja, also diese herbe Note passt irgendwie zum Landjäger, würde ich sagen. Also, sensationell. Das war jetzt ein guter Versuch, ja. Das zu machen. Und also ich habe mich drüber traut, das mit euch zu machen, weil ich mir gedacht habe, okay, die Erfahrungen haben wir ja schon. Ja. Wir machen ja schon Schokolade mit Speck und Krammeln. Also. Eben, ich habe jetzt ja. Can run on.